Guten Morgen, Sarah. Hi. Wir wollen jetzt hier frühstücken. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet zum Frühstück. Zur Feier, dass Mama hier ist, haben wir das traditionelle Frühstück, Milchreis und Pfannkuchen. Freust du dich, Anne? Sarah, warte. Warte, wir fangen alle zusammen an, ja? Nach einem guten Frühstück haben wir beschlossen, jetzt Schlitten zu fahren. Mama ist bereit. Die Kinder sind auch bereit. Kuku! Sarah, der kleine Schlumpf. Pass auf. Hier wollen wir heute fahren. Füße hoch, Sarah. Habt ihr Jana gesehen? Jana, lass mich! Na, Sarah, wie war's? War gut? Was Spaß? Geht nicht mehr? Komm, komm. Die Kinder sind schon müde. Die sind bestimmt schon 10-mal hier den Berg hoch und runter gelaufen. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit zum Aufwärmen. Wir haben Tee mitgenommen. Oma pustet für Sarah, damit sie sich nicht verbrennt. Und dann wärmen wir uns ein wenig auf. Spaß gemacht? Habt ihr euch ausgetobt? Ja. Schaut mal alle her. Stellt euch mal alle drei nebeneinander. Nicht so gut, das Skibein hast du dir gebrochen. Skibein. Halt mich fest. Ich stürze gleich. Was sagt Oma? Wie war's? Hast du mal den Schnee gesehen jetzt? Jawohl.
Ja. Nach hartem Sport auf dem Schneeberg tun wir uns jetzt stärken. Mama hat Kartoffelpuffer gemacht. Danke, Mutti. Schmeckt's? Ja. Schön, wenn Schwiegermutter da ist, ja? Gibt's mal was Gutes zu essen? Schmeckt's euch gut? Aha. Mama darf leckeres Essen. Jana, du bist ganz zerzauselt. Mama darf nach dem Sport. Ding? Ja, kannst du dir geben. Aber nicht mit der Gabel im Mund rein. Leg sie da auf ihren Tisch. Brand in der Fabrik. Eine große Möbelfabrik steht in Flammen. Die angegrenzten Gebäude müssen vor dem Brand geschützt werden. So, das muss ich jetzt ziehen. Okay. Was da drauf ist da? Hier. Oh, Jesus klingt Jesu Name. Oh, wie heilt er allen Schmerz. Und wie bringt der Fried und Freude? Schaden. Kindlich gläubt ihr Herz. Ein. Oh, wie süß es LKW ist ein Herz von Jesus singt. Die angrenzenden Gebäude müssen vor dem Brand geschützt werden. Mhm. Und was brauchst du dafür? Jetzt musst du umdrehen und kuscheln. Ja, jetzt wenn musst es du brennt, um. Wenn es brennt, ein was brauchst du dafür? Ein Löschschlauch. Ja. Und genau. Und jetzt musst du eine ziehen. Baum. Soll ich dir lesen? Blockieren. Ein Baum blockieren. Ich schaffe das schon selbst zu lesen. Wir sind jetzt mit den Kindern noch mal kurz unterwegs in die Stadt. Ich muss einmal zur Bank eine Überweisung machen. Wir haben nämlich eine Freizeit gebucht. Eine Bibelfreizeit. Ende Mai fahren wir dorthin. Für 4 Tage. Und ich freue mich schon riesig da drauf. Kinder, ihr auch? Ja. Wir waren da schon mal gewesen. Es ist total schön gewesen dort. 2 Mal. Ja. Für mich als Mutter ist das sehr schön, entspannend. Da wird gekocht. 3-mal am Tag gibt es Essen für uns als Familie. Ich brauche nichts machen. Und dann haben wir gemeinsame Freizeit mit allen Teilnehmern und Vorträge, die wir uns anhören. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist immer so eine schöne Zeit, total gesegnet. Jedes Mal, wenn ich dort bin, kommt es mir vor, als ob ich auf einer anderen Welt wäre. Es ist total geistlich. Und alle, die dort sind, denken genauso, wie man selbst denkt. Es ist auf jeden Fall total erbauend und ich kann immer sehr viel Kraft davon tanken. Ich fahre dann immer nach Hause und bin auf einem Hoch und dieses Hoch, das trägt mich dann immer für längere Zeit. Und ich schöpfe sehr viel Kraft aus diesen paar Tagen, die wir dort sind. Wir müssen zum Einzahlautomaten. Ja, was denn? Jo, die 2 Helfer. Hilft dir Mama? Der eine will die Karte rausziehen, der andere will drücken. Jeder will behilflich sein. Ja, zieh! Zieh, zieh, zieh! Oh, und mit Handschuhen geht das nicht so gut. So. Jana, du nimmst die Quittung. Da oben rechts kommt sie gleich raus. Ja, du nimmst die mit. Zieh. Super, sehr gut. Und den Rest machen wir zu Hause vom Computer aus. So ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt für heute. Wir hatten einen schönen Tag, haben viel Sport gemacht heute. Oh, wir tun jetzt schon die Beine weh vom Berg hochlaufen. Ja, gleich nehme ich sie. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und sage bis morgen. Macht's gut.